Guten Tag, hier ist der Sam von Marius von Geekstar Luxemburg und wir stehen hier mit Cassiopeia Cosplay. Seit wann machst du Cosplay? 3 Jahren. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin eigentlich total faschingsverrückt und habe immer neue Kostüme gesucht und bin so auch auf Cosplay gestoßen und dachte, ha, da kann ich mich den ganzen Tag verkleiden und habe mir die Frankfurter Buchmesse angeschaut, war dort, fand es genial und da bin ich. Machst du deine Cosplay selbst? Ja, größtenteils. Das eine oder andere muss ich schon kaufen, aber meistens ja. Wie lange arbeitest du im Generellen an einem Cosplay? Oh je, ich habe leider ein bisschen wenig Zeit für das Hobby. Also ich würde sagen, mit Planung und allem drum und dran ein halbes Jahr. Was du jetzt anhast, was für ein Cosplay ist das genau? Das ist eine Nekomate, ist aber eine Eigenkreation, also von keinem Anime oder sonst irgendeinem Film oder so. Was war dein erstes Cosplay, wo du anhattest? Das war auch diese Neko in einem anderen Kostüm, diese hat 3 Outfits, auch alle Eigenkreationen und das war somit mein Start in die Cosplay-Welt. Und gehst du auf viele Conventions? Kommt auf, ja, drauf an, wie ich Zeit habe. Dieses Jahr leider nicht, das ist gerade mal meine 5. oder 4. Auf vielen Conventions nicht. Aber generell, ja, nächstes Jahr will ich auf viele Conventions wieder gehen und das Hobby schön ausleben. DJ-Con, wie hat dir bis jetzt gefallen? Sehr gut, leider nicht so tolles Wetter wie letztes Jahr, aber an für sich eine schöne kleine Con und ich komme nächstes Jahr auch gern wieder. Was ist das Cosplay, das du gesehen hast, wo dir hier am besten gefallen hat? Ja, einige zum Beispiel, der den Workshop geleitet hat, Kenzo, habe ich gesehen, der hat echt schöne Cosplays. Und ich kenne leider nicht so viele Namen, von daher kann ich jetzt keinen Cosplay nennen, aber es sind einige da, die echt schöne, großartige, super gearbeitete Cosplays haben. Also man kommt auf seine Kosten. Das ist das erste Jahr, wo du auf DJ-Con gekommen bist? Das zweite. Letztes Jahr dasselbe Cosplay oder was anderes? Auch einmal die Neko in der 3. Version und ich hatte auch einen Steampunk-Faun an. Ja. Wenn Leute dich finden wollen, wo können sie das machen? Zu finden bin ich eigentlich nur unter Facebook und zwar Cassiopeia Cosplay. Okay, dann sage ich vielen Dank. Herzlichen Dank. Or not, I'm not your rocket test.